Ja, guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gestern Abend den Kampagnenabschluss angenehm verbracht, nur gut gefeiert. Habt ihr es heute in der Früh auch zu euren Wahllokalen geschafft, falls ihr Beisitz und Beisitzerinnen seid? Wir sind da jetzt im Grünen Haus, im Büro der Jungen Grünen Oberösterreich in Linz. Und wir haben uns gedacht, wir zeigen euch jetzt am Abschluss der Kampagne unsere Stadt ein Wohnzimmer, die wir in den letzten Wochen gemacht haben, was eigentlich so eine Kampagne ausmacht, wie die abläuft und was alles im Hintergrund läuft. Wir haben ja unsere Stadt ein Wohnzimmer-Kampagne gemacht, um solidarische Städte, lebendige Gemeinden und ein insgesamt weltoffenes Oberösterreich zu erkämpfen, Menschen zu überzeugen, dass das ein erstrebenswertes Ziel ist, dass wir keine rechten Hetze brauchen, sondern Solidarität und Weltoffenheit in Oberösterreich, sodass sie alle Menschen in Städten und Gemeinden, die wir zweites Wohnzimmer sind, wohlfühlen können und da selbstbestimmt leben können. Und wir haben als Junge Grüne eine wirklich riesige Kampagne gemacht, um das zu vermitteln. Das hat insgesamt schon relativ früh angefangen. Wir haben als Junge Grüne neben der ganzen Arbeit auf der Straße auch schon monatelang uns vorbereitet auf die Kampagne. Und das geht eigentlich zurück bis zu den Vorkampagnen. Also die Jungen Grünen Oberösterreich haben ja schon eine Bildungskampagne, eine Legalize-Kampagne mit dem Riesenjoint, der auf Tour gegangen ist, gemacht und auch eine Kulturkampagne in Linz, wo wir schon relativ viel gelernt haben und auch schon stark in Erscheinung getreten sind. Das war alles vor der jetzigen Kampagne. Und wir haben in konkreter Vorbereitung für die Unsere Stadt ein Wohnzimmer-Kampagne auch relativ viel gemacht. Also wir haben in den Bezirken Workshops und Trainings durchgeführt. Das waren insgesamt 17 Workshops, die wir gemacht haben, wo es darum gegangen ist, zu erarbeiten, was sind die Problemlagen in den jeweiligen Gemeinden und Städten, was sind unsere Vorschläge, was sind unsere Konzepte und was sind die Geschichten, mit denen wir versuchen, Menschen von unserer Erzählung zu überzeugen und wie kann man unsere politischen Ziele gut vermitteln. Wir haben dann relativ viele Aktionen gehabt, die man zum Teil auch alle sieht. Also das ist so der Terminüberblick, was in den einzelnen Bezirksgruppen und auf Landesebene gemacht worden ist. Man sieht, das sind alle möglichen Einträge. Es ist viel abgehakt, das meiste ist ein bisschen umgearbeitet worden im Zuge der Kampagne. Und man sieht schon daran, es ist unglaublich viel passiert. So, also einen kleinen Einblick. Wir haben insgesamt 140 Aktionen gehabt als Junge Grüne Oberösterreich im Rahmen der Kampagne. Wir waren in 20 Gemeinden im Bundesland präsent. Wir haben 47.000 Flyer verteilt, also absolute Spitzenleistung, und ungefähr 100.000 Sticker im Rahmen von der Kampagne. Und dazu kommen natürlich alle möglichen Veranstaltungen, wo wir Menschen erreicht haben, bei den Stammtischen, schon vorher bei den Poetry Slam Workshop in Linz, bei Schön und Grün mit Grün in Grün in Steyr, wo auch relativ viele Leute dort waren. Und das heißt, wir haben auch auf diesem Wege irrsinnig viele Menschen erreicht. Wenn man es zusammennimmt, muss man sagen, dass wir in unserer Kampagne insgesamt über 50.000 persönliche Kontakte gemacht haben. Also eine wirklich groß angelegte Kampagne, wo wir echt viele Leute erreicht haben. Und diese persönlichen Kontakte sind natürlich für uns wichtig, weil wir ganz stark damit arbeiten, Politik von unten zu organisieren, mit Menschen direkt ins Gespräch zu kommen und sie von unserer Vision, von der positiven Auffassung von Gesellschaft, von solidarischen Städten zu überzeugen. Wir haben natürlich trotzdem, vor allem mit unseren Sprechern und Sprecherinnen, Konstantin Andrea Pressearbeit gemacht. Wir sind mit Presseaussendungen, Interviews für Zeitungen, Radio- und Fernsehinterviews in über 70 Meldungen reingekommen. Das ist auch vor allem in vielen Bezirksorganisationen, wir haben das Ganze nämlich sehr flächendeckend angelegt, mehr als die arrivierten Parteien und auch die Grünen geschafft haben. Und wenn man das zusammennimmt, kann man sagen, dass wir irrsinnig große Präsenz aufgebaut haben und dass natürlich die Arbeit der vielen, vielen Leute, die mitgeholfen haben, über 140 Aktivisten und Aktivistinnen, ganz entscheidend, die in der Früh aufgestanden sind. Wir wissen alle, in Österreich fängt die Schule eh schon sehr früh an. Unsere Leute sind trotzdem noch früher aufgestanden, um früh am Morgen hunderte Flyer zu verteilen. Die sind bis spät in die Nacht in einer Lokaltour gegangen, in den ganzen Bezirksgruppen, die wir haben, um bei Lokaltouren Menschen zu überzeugen. Und dazu kommen natürlich die ganzen Straßenaktionen, sei es Infostände, deren wir über 50 gemacht haben, mit dem mobilen Wohnzimmer oder einfach so lockere Flyer-Aktionen. Und das Ganze braucht natürlich auch große Organisationen im Hintergrund. Und da haben wir zum Beispiel den Tobias, der in seiner Funktion als politischer Geschäftsführer nicht nur den Aufbau der Jungen Grünen Oberösterreich als Organisation mitbegleitet und koordiniert, sondern da drüben sitzt er, der auch die Kampagne ganz wesentlich koordiniert hat und ja, also wo man auch aus dieser Funktion, aus dieser Warte heraus sieht,
Die Jungen Grünen Oberösterreichs sind vor einem Jahr gegründet worden. Wir haben mittlerweile viele Bezirksgruppen, es werden ständig mehr und wir haben wirklich riesige Kampagne aufgezogen. Es ist eine Kampagne, die komplexer ist, also mit Blick auf die regionalen Forderungen, die für einzelne Bezirksgruppen abgestimmt sind, die riesig angelegt ist und die wir sehr erfolgreich durchgeführt haben. Und das Ganze nicht nur sozusagen in unserer Wahrnehmung, dass die Kampagne ein Erfolg war, dass sie ihr Spaß gemacht hat, sondern auch im Vergleich zu anderen Jugendorganisationen und sogar im Vergleich zu einigen der etablierten Parteien, wo wir, was Boden, also Kontakte am Boden, vor Ort, auf der Straße, mit Menschen angeht, irrsinnig viel geschafft haben. Das Ganze bezieht sich natürlich nicht auf den Offline-Bereich, wir haben auch online irrsinnig viel gemacht. Wenn man zum Beispiel schaut, wir haben da drüben im Büro so eine Übersicht, wo man sieht, was in den einzelnen Facebook-Seiten wann gepostet worden ist für die gesamte Zeit der Kampagne, aufgeschlüsselt nach Oberösterreich, Adlern-Buchheim, Braunau, Freistadt, Linz etc. etc. und wo wir sozusagen genau durchgeplant haben, was wir wann gepostet und wo sehr, sehr viel Arbeit dahinter steckt. Und wir haben also eine Grüne, unsere ganze Arbeit ist so ehrenamtlich, aber auch nicht auf eine Agentur zurückgegriffen, sondern wir haben eigenständig, das war von Julia und der Martin, 200 Sujets produziert für Facebook. Wir haben auch sehr viele mehr Ideen gehabt und auch Fotos gemacht und Grafiken erstellt, mit denen wir nach außen aufgetreten sind. Und das Ganze hat auch eine Wirkung gehabt. Wir haben eine Wirkung, also eine Reichweite bei unserer Social Media Präsenz von 1,8 Millionen Kontakten erreicht. Das ist in vielen Bezirken die Nummer 1. Die Nummer 1 sowohl in den Jugendorganisationen, aber wir waren in vielen Bezirken online stärker als zum Beispiel die Grünen. Zum Teil waren wir sogar die stärkste politische Gruppierung noch vor SPÖ oder ÖVP. Und das nennt man, was Likes betrifft, sondern vor allem auch ganz besonders, was den Traffic betrifft und die Interaktion und die Inhalte. Und das ist was, wo wir gesehen haben, wir können als Organisation irrsinnig viel erreichen, sowohl offline als auch online, was uns als Kampagne weitergebracht hat. Und dieser ganze andere Bereich ist natürlich wichtig. Es braucht natürlich trotzdem immer die Menschen, die vor Ort arbeiten. Und so eine Kampagne wird halt nur dadurch möglich, dass wirklich sehr viele Leute ihre ehrenamtliche Zeit in dieses Projekt investieren. Wir haben zum Beispiel als Junge Grüne eine ganze Reihe von Kandidaten und Kandidatinnen, die für Gemeinderäte in ganz Oberösterreich kandidiert haben, die sie alle reingelegt haben und die wirklich sehr viel gemacht haben für lebendige Gemeinden, für solidarische Städte, wo sie versuchen, auch gerade aus der Perspektive junger Menschen eine Politik zu gestalten, die sie eben abhebt von dem, was wir in Oberösterreich in rechter Hetze haben, was wir in Rassismus und brutalen sozialen Kürzungspolitiken haben. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, wo wir hoffen, dass heute viele Leute im Zuge dieser Wahl, die für uns kandidieren, für Gemeinderäte gewählt werden, damit sie dann die Möglichkeit haben, aus dieser kommunalpolitischen Funktion heraus unsere Projekte, unsere Ideen umzusetzen. Man muss sagen, dass natürlich eine solche Kampagne unglaublich viel Arbeit ist. Es braucht sehr, sehr viele Menschen dafür. Das beginnt zum Beispiel bei den ganzen Aktivisten und Aktivistinnen. Das beginnt auch mit den Interessierten. Wir haben über 100 Interessierte dazugewonnen im Zuge der Kampagne in Oberösterreich, die sich wirklich voll engagiert haben. Das geht aber auch weiter mit den Leuten, die im Hintergrund arbeiten. Das sind zum Beispiel die Joki und die Eva im Büro. Das sind zum Beispiel der Wolfgang als unser Finanzreferent, der auch sehr vieles durch die Arbeit im Hintergrund, in dem Bereich Finanzen, Administratives erst möglich macht. Das sind Leute wie der Konstantin und die Andrea, die als Sprecher und Sprecherinnen wirklich coole Medienarbeit gemacht haben. Ich habe einiges davon begleiten dürfen, was die Pressearbeit betrifft und die ja wirklich ein Erfolg war. Das sind zum Beispiel Martin und die Julie, die sehr, sehr viele Fotos, Grafiken, Layouts, Designs, Online-Sujets etc. produziert haben, die auch sehr viel von dem, was wir online gemacht haben, überhaupt erst möglich gemacht haben. Es geht natürlich weiter. Wir haben sozusagen in der Gruppe von Leuten, die über ihre Funktion bei der Kampagne mitgearbeitet haben, zum Beispiel auch den Lukas Weigelböck und die Flora vom Kampagnenteam auf Bundesebene, die mit Inputs, mit Mitarbeit, mit kreativen Beiträgen die Kampagne in der Form ganz, ganz massiv unterstützt haben und bei denen wir uns natürlich auch ganz stark bedanken für die Arbeit aus diesem Kampagnenteam heraus, die sie geleistet haben. Und ja, so eine Kampagne wäre natürlich auch ohne die Koordination nicht möglich. Ich habe Tobias vorhin schon erwähnt. Der Tobias hat irrsinnig viel gemacht, was die Koordination der Kampagne angeht. Er hat wahrscheinlich jede Nacht nicht mehr als 3 Stunden geschlafen. Man wird glauben, das ist eigentlich ein unmöglicher Job, vor allem das Ganze ehrenamtlich. Er hat es trotzdem gemacht und es ist ja dieses Commitment, dieses Engagement, was sehr, sehr viele von uns gezeigt haben, was so eine Kampagne überhaupt möglich macht.
Und wir hoffen natürlich, dass das auch sich lohnt bei der heutigen Wahl, dass wir zumindest geholfen haben, ein Zeichen zu setzen, dass Oberösterreich in die Richtung einer positiven Gesellschaft geht, Weltoffenheit, Solidarität und nicht in eine Richtung abgleitet, wo wir von Rechtsextremen regiert werden. Und das ist natürlich auch ein längeres Projekt. Was für uns als Organisation ganz entscheidend ist, wir haben uns als Organisation stärken können. Wir haben viele neue Leute dazu gewonnen, wir haben viele Erfahrungen dazu gewonnen, wir haben viel gelernt in der Kampagne. Und die Arbeit für uns geht auch weiter. Die geht in eine ganze Reihe von Richtungen weiter. Es beginnt zum Beispiel in einigen Städten, wo es wahrscheinlich Stichwahlen geben wird, ganz konkret zum Beispiel Wels. Und wo wir als Junge Grüne in der einen oder anderen Form auch die SPÖ oder schlimmstenfalls ÖVP-Kandidaten gegen Rechtsextreme unterstützen müssen, um eben zu verhindern, dass der Rechtsruck in Oberösterreich sich auch in der Regierungsform bei den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen niederschlägt. Und das ist ein Projekt, wo wir jetzt auch schon weiterarbeiten und wo wir auch ganz viele Leute, die sich bei uns engagieren, brauchen werden, damit wir sozusagen dieses Ziel ermöglichen, dass wir rechtsextreme Bürgermeister und Bürgermeisterinnen verhindern. Es geht natürlich über andere Themen weiter. Am Samstag, den 3. Oktober, ist eine große Demonstration für die menschliche Asylpolitik in Wien, wo junge Grüne aus ganz Österreich hinfahren und wo wir uns auch freuen, wenn ihr mit dabei seid, um ein starkes Zeichen für eine andere Asylpolitik zu setzen. Und es wird sicher eine riesengroße Demonstration, aber dann haben sich schon über 40.000 Menschen dafür angemeldet und es wird auf jeden Fall auch etwas, was politisch, innenpolitisch großes Gewicht hat. Wir haben außerdem als junge Grüne in dem gleichen Themenbereich eine Kampagne geplant unter dem Motto Kein Mensch ist illegal. Die werden wir Mitte Oktober starten und bundesweit durchführen, wo es auch darum geht, ein ganz starkes Zeichen für eine menschliche Asylpolitik gegen den Rassismus im Alter, gegen den institutionellen Rassismus aufzutreten und sozusagen eine progressive, emanzipatorische Position im Bereich Asylpolitik zu vertreten. Was uns auch weiterhin begleitet, nachdem wir in den nächsten Monaten und Jahren für die Würde des Menschen, für mehr Gerechtigkeit, für unsere Ziele in den Bereichen Schulpolitik, Gesellschaftspolitik, Wirtschaftspolitik etc. kämpfen werden, ist unsere tägliche Arbeit. Das heißt, wir haben weiterhin für Stammtische, wir haben Veranstaltungen, wir haben Workshops. Das beginnt zum Beispiel ganz konkret in Linz, wo wir Workshops und Veranstaltungen haben zu Fragen der Asylpolitik, was kann ich konkret tun, oder zu Fragen, wie rechts ist die FPÖ. Und das sind Veranstaltungen, wo wir unser Ziel verfolgen als Junge Grüne durch Bildungsarbeit, durch Kampagnen, durch das starke offensive Ergehen nach außen, durch ein starkes öffentliches Auftreten, unseren Beitrag zu leisten für eine Politik von unten, die eben bewusst dieses emanzipatorische Potenzial nutzt, das Organisationen, wo sich junge Menschen engagieren, haben. Und wir haben auch sehr viele, ich habe es vorher gesagt, Interessierte dazu gewonnen. Wir freuen uns auch über alle, die sich jetzt einbringen wollen bei uns, sei es bei einzelnen Veranstaltungen, die beim Stammtisch vorbeischauen wollen, die bei Interessierten-Treffen, die in den einzelnen Bezirksgruppen stattfinden, mal uns kennenlernen wollen. Und wir freuen uns wirklich über alle, die mitmachen. Wir sind als Junge Grüne Oberösterreich schon stark gewachsen im letzten Jahr seit unserer Gründung, aber es können immer mehr sein. Und je mehr Leute wir sind, umso mehr können wir auch erreichen. Und es wird auch zu Jahresende einen Landeskongress geben, der findet in Steyr statt. Alle näheren Infos findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite und auf der Website, wie ihr euch da einbringen könnt und wo er genau stattfindet. Da wird es auch ein Workshop-Programm dazu geben und da freuen wir uns auch, wenn ihr vorbeischaut. Sowohl Leute, die relativ neu dabei sind, und auch diejenigen, die schon länger bei uns aktiv sind. Und wir haben natürlich für 2016 viel geplant. Das wird dann im Laufe der kommenden Wochen und Monate mitgeteilt, also was sozusagen die Jahresplanung da ist. Da werden auch euch eure Leute aus den Bezirksorganisationen, aus dem Landesvorstand, die ihr Infos geben können. Wir freuen uns jetzt auf jeden Fall einerseits über eure Rückmeldungen zur Kampagne, also Feedback, auch eure Kritik. Wir freuen uns genauso über Leute, die aktiv werden wollen. Ihr könnt uns da einfach schreiben. Und wir freuen uns ja ganz besonders auf das, was die nächsten Monate und Jahre bringen. Es wird nur weiterhin sehr viele gesellschaftliche Kämpfe geben, wo wir uns einmischen, wo wir mitreden und wo wir unsere politischen Ziele umsetzen wollen. Und dafür brauchen wir alle, die motiviert sind, die interessiert sind, was zu machen. Und wir gehen auf jeden Fall gestärkt aus dieser Kampagne unsere Stadt im Wohnzimmer hervor, mit neuen Leuten, mit neuen Erfahrungen. Wir haben viel gelernt dabei und wir freuen uns auf alle, die bei diesen nächsten Projekten und Veranstaltungen bei uns mitmachen wollen.